Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 14 von Minecraft Zusammenspiel, Minecraft Together oder wie es auch immer heißen wird, soll, kann und ich mache die Tür auf und grüße dort den lieben Knolle. Guten Tag. Gott. Und ja, also wir haben uns jetzt dazu entschieden, dass wir den Server dauerhaft laufen lassen, deswegen kann ich es auch mit Shadern spielen, wie ihr seht, weil der Server jetzt nicht mehr auf meinem Computer läuft. Und deswegen wollte ich gerade kurz vier Comment-Blöcke machen, damit der Tag-Nacht-Zyklus, wenn wir nicht auf dem Server sind, ausgeschaltet wird. Also dass es dann sozusagen da, wo wir aufgehört haben, auch wieder anfängt mit dem Tag. Und ja. Und ich habe mir überlegt, dass wir hier neben der Tür, die nach hinten rausgeht, ein Treppenhaus hinbauen in den Keller. Oder auch vielleicht später nach oben, aber erstmal in den Keller. Und dass wir dann gucken, wie es unter uns aussieht. Vielleicht kommen wir dann auch dahin, wo, ne, unser Berg am, unsere Höhlen da am Berg waren oder wo, ne? So, jetzt bin ich am Überlegen, wie ich das machen wollte. Schade, ist auch nicht so meins. Cycle. So. False. Das passt schon mal. Und Slash. Oh, super, wieder daneben gelandet, Game so ein Shit. Wohl. Du, ey. Light so. Cycle. True. Da kommt eine Tür hin. So, und jetzt. Nee, die. Gut. Dann nehme ich mir jetzt gerade nochmal Schilder. Ach. Das gefällt mir ja nicht. War klar, dass das nicht gefällt. Kaum gebaut, schon gefällt's nicht mehr. So, ich nehme jetzt hier gerade nochmal Schilder, die ich da oben drauf stelle. Und Daylight Cycle 6, nee, 7. False. Oh, warte, kann ich groß schreiben, dann weiß ich, was gemeint ist. Daylight so. Cycle zu. Treu, genau. Treu. Okay. So, jetzt können hier die Schilder weg. Nehme ich einen Knopf. Also im Chat sieht es aus, als wenn es funktioniert. Okay. So, und jetzt brauchen wir noch einen zweiten Command. Hatte ich nicht noch ein paar Treppenstufen da? Ja, eine. Na, warte, ich reiß die Schilder nochmal ab. Schreib da einfach nur True hin. Dann ist auf dieser Seite True. Oh, super und geklappt. Und mache ich auf diese Seite ist dann false. Und zack. Jetzt komme ich nur nicht mehr raus. Jetzt Game Rule Random Tick Speed 0. Das heißt, da wächst das Gras nicht mehr. Weil da bin ich mir nicht so sicher, ob das dann noch weiterläuft. Ach. Random Tick Speed 3, das ist nämlich das. Okay. Standardmäßige. So, brauche ich noch einmal den hier. So, sieht auch auf, wenn es funktioniert. Das hier weg. So, oh, nee. Wir müssen weg. So, jetzt seht ihr, ich habe hier nichts mehr. Da! Was ich vorher nicht hatte. Jetzt mache ich wieder Game. 0. Jetzt ist wieder alles von vorne. Wir können nur den Server laufen lassen. Okay. So, die Getreidefarm müssen noch Trichter her. Mache ich das mal gerade, weil ich habe mich jetzt zwischen den Folgen schlau gemacht. Ich weiß nicht, wie man Trichter macht. So. Nämlich so. Wird schon wieder dunkel. Ich mache jetzt erst die Trichter. Und die setze ich jetzt da oben. Gut. Drauf. Hier sollte auch ein Tor hin. Soll ich für jede Kiste zwei Trichter machen? Ja, mach okay. Das mal. Dann muss ich noch zwei machen. Das fällt, glaube ich, ein bisschen daneben. Und die Zäune müssen wir ersetzen, habe ich auch festgestellt.
Holz wäre noch genug da. Wie ging denn noch eine Gartentor? Ach, hallo Schaf. Ja. So. Gartentor und Steine haben wir noch da. Gut, dann kann ich auch noch mehr für die Treppe tun. Gartentor brauche ich Holz. Ach, habe ich ja auch noch da. So, Treppe. So. Gucken wir dann, dass wir das irgendwie hinkriegen hier mit der Treppe. Gut. Und da mache ich jetzt mal Cobblestone drauf. Und dann mache ich gleich noch alles außenrum aus Cobblestone. Habe ich noch. Sieht das ein bisschen besser aus. Hier mache ich Zaun nochmal hin, damit da jetzt kein Zombie mehr drauf springen kann. Das war jetzt erstmal nur für schick gedacht. Da war es doch nicht so schick, wenn die Zombies da drauf können. War das so das Gartentor? Ja, so war das Gartentor. Gut, Glück gehabt. Gut, ich hab's geschafft. Experimentierstunde. So ungefähr, ja. So, das wollte ich wohin machen? Da wollte ich das hinmachen. Mhm. Fackel ist leider runtergefallen, ist aber so. Gut. So, wenn mich nicht alles täuscht, dann glaube ich, dass wir noch irgendwo in der Kiste Knochen haben müssen. Haben wir, habe ich eben gesehen. Gut, das heißt... Was heißt das? Dass wir schon mal vielleicht einen Testlauf machen können mit der Treidefarm. Aha. Gucken, ob das... Ich mach mal noch ein paar Fackeln auf dem Zaun hier. Das so funktioniert, wie es soll. Ah, toll, auf dem Zaun. Die war davor. Gut. Oh, jetzt habe ich... Hab ich noch Fensterglas mit? Jetzt habe ich alles kaputt gemacht. Nee, habe ich nicht. Was hast du denn gemacht? Kann ich irgendwie STRG-Z machen? Nee, kannst du nicht. Das Wasser ist weitergelaufen. Aus einem unerklärlichen Grund. Wie weitergelaufen? Also der Kies ist zerstört. Ja, hier unten ist was kaputt. Ich weiß aber nicht, was. Da unten ist was kaputt. Ach, der Schalter ist weg. Okay, dann ist es kein Wunder, dass da was kaputt ist. Hat dann Schwein das kaputt gemacht, oder was? Na, das Schwein wäre dann echt gewesen. Oder das Schaf da oben. Okay. Nee, den Schalter habe ich eigentlich. Bin mir nicht so ganz so sicher, ob die Viecher nicht das kaputt machen. Nein, das machen die nicht kaputt. Da kann ich dir wahrscheinlich versichern, dass ich das mit dem Wasser war. Haha, ich habe das Schwein, das Schaf gefangen. Pech gehabt, falsche Richtung gelaufen, Schaf. Jetzt müssen wir nur einen Zaun machen, der bis zu uns fehlt. Genau. Ist ja sonst keine Arbeit, ne? Ja. Gut. Du machst da noch was dran, oder wie sehe ich das? Ja, ich mache ja alles aus Steinen. Da können noch Körner hin. Habe ich noch welche? Nö. Ich habe auch eine Spitzhacke bei. Kann schon mal wieder umgraben, ne? Spitzhacke? Ja, eine Hacke. Nur eine Hacke. So. Hast du Körner noch? Ja. Ja, ich setze gerade alle. Ich brauche nichts mehr umbauen, ne? Nee. So, und dann? Knochenmehl, hast du das? Nee, habe ich nicht mitgebracht. Knochen waren auch nur. Knochenmehl war da, glaube ich, ja, weiß ich aber nicht. Ja, Knochenmehl kann man aus Knochen machen. Genau. Aber ich glaube, geht das jetzt, wird das jetzt Nacht oder wird's Tag? Also da geht die Sonne zum Dingens unter, zur Nacht unter. Das heißt, hat sie sich denn schon weiter bewegt? Die bewegt sich, die Wolken bewegen sich, die Sonne bewegt sich nicht. Ich glaube, du hast was kaputt gemacht. Die Sonne steht. Die Sonne bewegt sich nicht, die steht. Du hast den Tag angehalten. Du hast das Universum kaputt gemacht. So schnell geht das. Ja, so ein Shit. Ich esse mal lieber was, bevor ich nachher noch sterbe. Warum bewegt sie sich nicht? Mach mal was schnell. Ja. Was hast du gemacht? Nix. Daylight Circle True. Es bewegt sich nicht. False. Da ist auch so eine Wolke vor, die sehe ich jetzt so schlecht, die Sonne. Warte mal, wenn ich das True wegmache, was macht er dann? Geht's jetzt? Nee, die steht wohl noch. Knoller hat das Internet kaputt gemacht. Das Internet, genau. Genau. Ah, weg damit, weg damit. Das ist schlecht. So, jetzt haben wir ein Problem.
Ich hab. Oder funktioniert sie jetzt? Weiß nicht. Sieht nicht so aus. Jetzt steht alles an der gleichen Stelle. Daylight Cycle True. Jetzt läuft sie. Ah, es läuft. Ah, die Sonne geht wieder, das Internet ist wieder heile, zum Glück. Ich habe mich gewundert, dass es so lange heil ist. Genau, heile. Ja, hell. Hat mir eine Erleuchtung. Du musst unbedingt schlafen, ne? Hast du hier so ein Jetlag gehabt oder so? Hast du es alle abgebaut wieder? Mhm. Hat keinen Sinn, oder was? Mhm. Müssen wir nochmal dran arbeiten, oder wie? Mhm. So, jetzt war ich an der Kiste und habe irgendwas geholt. Ich habe ein Tor gebaut. Ach, ich habe Stufen gemacht, sehe ich schon. Und wahrscheinlich funktioniert das mit den Stufen gleich nicht. Ja. Aber mit den Command-Blocks, da müssen wir dann wohl nochmal eine andere Lösung finden. Aber auf jeden Fall funktionieren die Command-Blocks. Ja, nur gerade nicht, ne? Genau. Warte. So, da muss auch noch Erde weg. Und wahrscheinlich da oben auch, oder? Das Holz muss noch weg. Warum hast du mich geschlagen? Ah, warte. Ich bin immer noch im Game-Mode. 0. So. So. Ich war durcheinander. Und jetzt muss ich diese Treppenstufe verbrennen. So. So, lieber Nun haben wir ein großes Steinlager jetzt, oder wie sehe ich das? Ich glaube, wir gehen jetzt erstmal schlafen, ne? Mhm. Ah, wir können noch nicht schlafen. Ist noch zu früh? Mhm. Okay. Jetzt haben wir hier eine Treppe nach unten. Vielleicht sollten wir die mal zweispurig ausbauen. Mal gucken, oder? Ja. Und die Erde können wir mal irgendwann mit Steinen auskleiden, oder? Schick machen. Ja, das muss alles noch kommen. Das kommt dann alles, genau. Ich habe das Universum kaputt gemacht. So schnell kann's gehen. Ich versuche die Sonne irgendwie zu identifizieren, weil ich habe ja einen Schalter drin und das ist alles so hell. Wenn man einer bestimmt... Ach, hier ist Kies, da fällt der Kies jetzt runter. Jetzt kann man schlafen legen. Die Sonne hat sich bei mir geändert. Da gehört? Ja, da ist Kies runtergefallen. Komm hoch. Ja, und ich kann den immer weiter abbauen, es fällt immer mehr nach, aber irgendwo muss er doch von oben aufhören, oder? Oder kann ich alleine schlafen? Hä? Nein, ich kann nicht alleine schlafen. Bin doch noch gar nicht so tief, dass so viel Kies runterfällt, oder vertue ich mich da? Der kommt doch immer nur von oben nachgerutscht, oder? Ich mach's die ganze Farm kaputt. Hä? Ja, ist doch keiner mehr. Ist jetzt, sag nicht, jetzt war es gerade alle oder so. Oder vorne läuft ein pinkes Schaf lang. Ja, komm, lass uns schlafen gehen, oder? Schlaf. Guck, wenn du jetzt liest schon. Fenster guckst, da läuft das pinke Schaf. Oder ist das pinke Schaf? Aha, ja. Mäh, für Ping. Hier nicht. So, jetzt gucke ich nochmal hier unten hin. Ist da kein Kies. Aber warum baut er es nicht ab? Wenn du eine Spitzhacke brauchst. Ich habe eine Spitzhacke in der Hand, oh. Kriegst du es weg? Ja, bei mir ging's nicht, ich habe einen Bug. Ja, jetzt schlägst du mich wieder. Da oben drüber kann ich auch nicht. Ne, geht nicht, ich habe einen Bug. Okay. So ein Shit aber auch. Ja. Wir haben irgendwas kaputt gemacht. Ich guck mal, ob ich hier draußen was abbauen kann. Ja, Getreide kann ich abbauen. Ich habe das Universum kaputt gemacht. Du hast deine Steine kaputt gemacht. Da habe ich nichts mit zu tun. So, jetzt kommt hier erstmal was ausgelagert aus meinem Repertoire. Komm mal rein, Schäfchen. Put, 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 put. Put, 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 put. Sand kann auch erstmal weg. War auch nicht so viel. Oh, was scharf. Ich habe hier Weizen in der Hand. Guck mal, ich habe doch Glasscheiben bei. Du willst mir doch folgen, sag. Ist doch... Ach komm, die Erde können wir auch komplett hier lassen. Schaf. Ich hab Weizen. Du willst mir folgen. Okay. Auch wenn du es nicht willst. Hä? Die Kiste. Jetzt bleibt auch noch die Kiste offen. War das schon immer so, dass eine Kiste offen bleiben kann, wenn man weggeht? Das kann passieren, ja. Muss nochmal anklicken und dann wieder zumachen. Okay. Ich hatte jetzt schon Sorgen. Nee, bei mir war die nämlich auch noch auf. Das ist ein Bug. Okay. Aber ich glaube... Oh, hier ist noch Knochenmehl drin. Was
das noch machen wir. Ja, die Farm haben wir jetzt noch nicht benutzt. Aber ich glaube, das können wir noch in der nächsten Folge machen. Ja, denke ich auch. Weil diese ist jetzt schon hier. Schon wieder fast 15 Minuten Marke. Gut. Okay, dann würde ich sagen. Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und wir würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal beim Universum zerstören auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.